Mein Name ist Alexander Pollack, ich bin Sprecher von SOS Mitmensch und wir befinden uns jetzt vor meiner ehemaligen Volksschule im 20. Bezirk, inzwischen eine neue Mittelschule, und das ist ein Ort, wo ich immer wieder gerne mal vorbeischaue. Wien ist eine lebenswerte Stadt, in der ich mich ganz gut auskenne. Ich habe in 5 verschiedenen Bezirken hier gewohnt, bin im 20. Bezirk aufgewachsen und dann rumgekommen, und ich mag an Wien, dass es sich sehr positiv entwickelt hat, dass es lebendiger geworden ist als früher, dass es viele Dinge gibt, die man tun kann, auch bequeme Dinge, aber auch aufregende Dinge. Also wir haben alle emotionale Schwachpunkte, wir neigen dazu, Vorurteile zu haben, zu generalisieren, manchmal auch Ängste zu haben, übertriebene Ängste auch, Neid, Missgunst. Und eine Stadt wie Wien bietet die Gelegenheit, sich mit Vorurteilen zu beschäftigen und vor allem vielen Menschen zu begegnen und probieren, diese emotionalen Schwachpunkte ein bisschen abzubauen. Und das ist etwas, was ich an Wien sehr, sehr schätze. Wir alle sind Wien.